Und los geht's. Hallo Wilma. Hi. Hallo Kinder. Und natürlich herzlich willkommen zum Kindergottesdienst. Wilma? Wilma? Oh nein, oh nein. Sag mal, was ist denn los mit dir? Wir haben doch gerade Kindergottesdienst und du schaust dich die ganze Zeit im Spiegel an. Okay, ich tue ihn schon weg. Weißt du, ich habe mit meiner Mama zusammen ein Buch angeschaut. Da ging es um verschiedene Tiere, aber auch um Menschen. Das ist ja cool. Aber was ist denn da drin passiert, dass du dich so aufregen musst? Oder was beschäftigt dich? Ja, warum ich so aussehe, wie ich eben aussehe. Und warum siehst du anders aus wie ich? Warum hast du ein Fell und ich bin als Schnecke immer langsam und die Letzte? Wilma, vielleicht kann ich dir... Freddy, ich verstehe das einfach nicht. Lass mich doch bitte ausreden. Hey, in der Bibel steht eine Geschichte. Lass uns doch einmal reinhören. Und vielleicht verstehen wir danach einiges besser. Liebe Kinder, hier kommt die Geschichte für diesen Sonntag. Die letzten Sonntage hast du bei uns im Kindergottesdienst gehört, dass Gott die Welt wunderbar geschaffen hat. Aber etwas fehlt noch. Zum Schluss macht Gott noch mal etwas ganz Besonderes. Jetzt kommt das Beste. Gott beschließt, die Menschen zu machen. Gott erschafft einen Mann und nennt ihn Adam. Damit Adam nicht so allein ist, macht Gott ihn auch noch eine Frau. Die Frau heißt Eva. Dann haucht Gott ihnen Leben ein. Das bedeutet, Adam und Eva werden lebendig. Sie haben nicht nur einen Körper, sondern auch eine Seele. Sie können denken und fühlen. Sie sind einzigartig und besonders. Gott hat Adam und Eva sehr lieb. Mit ihnen will er reden und zusammen sein. Er schenkt ihnen die ganze Welt, die er gemacht hat. Adam und Eva dürfen dort wohnen und sich um die Pflanzen und Tiere kümmern. Und sie dürfen von den Pflanzen und Früchten essen. Adam und Eva sind Gottes Freunde. Für sie hat Gott diese Welt gemacht. Was für ein großes Geschenk. Adam und Eva können spüren, wie sehr Gott sie liebt. Alles ist wirklich genauso geworden, wie Gott es gewollt hat. Und die Menschen sind echt sehr gut geworden. Sie gefallen Gott besonders gut. Und damit meint Gott nicht nur Adam und Eva, sondern auch dich. Gott hat ja die Welt richtig schön gemacht, um uns zu zeigen, wie lieb er jeden Einzelnen hat. Was findet denn ihr besonders toll, was Gott geschaffen hat? Also, dass es draußen auch Leben gibt und also, dass die Natur so bunt ist und die Natur auch Geräusche macht. Also nicht, dass wenn man draußen ist, dass man zum Beispiel auch das Wasser oder die Vögel zwitschern hört und so. Mhm. Ela, was findest denn du besonders toll? Gibt es irgendwelche Tiere? Hat Gott die Tiere gut gemacht? Ja. Und hat Gott auch die Menschen gut gemacht? Ja. Ja, ne? Genau. Ne? Alles, was richtig gut ist, hat Gott gemacht.
Und dafür wollen wir Ihnen jetzt danken und wir beten noch zusammen. Wir beten. Lieber Gott, wir danken dir, dass du die Welt so schön geschaffen hast. Danke für die Pflanzen und Tiere. Danke für unsere Familie und Freunde. Danke, dass wir deine Liebe spüren können. Amen. Amen. Tschüss. Tschüss. Wow. Gottes Plan ist ja klasse. Ja, Wilma. Gott möchte nur das Beste für dich, für mich und für uns alle. Er hat jeden von uns wunderbar, einzigartig und einmalig geschaffen. Und das sollst du auch nie vergessen. Oh yeah, ich hab's verstanden, Freddy. Das Beste kommt zum Schluss. Tada! Wilma die Schnecke!